Wer gerne am Naschmarkt essen geht, der sollte seine Rechnung ganz genau kontrollieren. Denn in so manchen Lokalen, da ist das Trinkgeld bereits inkludiert. Krone TV hat den Selbsttest für euch gemacht. Es gehört zum guten Ton, 10% Trinkgeld beim Lokalbesuch zu geben. Doch zu jeder Bestellung 10% Trinkgeld automatisch? Ein Naschmarktlokal setzt auf die Servicepauschale. Krone TV ist in das besagte Lokal, getarnt als Touristen gegangen und wollte sich selbst ein Bild machen. Unser Restauranttest mit versteckter Kamera soll objektiv bleiben. Wir bestellen einen Cheeseburger, einen Roastbeef-Salat, Kaffee und Wein. Insgesamt stolze 50 Euro. Meine Kollegin Nina zückt die Geldbörse, bezahlt samt Trinkgeld. Wir bitten, man möge uns die Rechnung auch schriftlich geben. Dann die Überraschung. Service included. This all included. This service is included. It's included service, this automatisch, ja? Auch wenn es in der Karte angegeben ist, üblich ist das in Österreich aber nicht. Und in der Branche ist man alles andere als begeistert. Wir haben uns mit anderen Gastronomen am Naschmarkt unterhalten. Sie wollen nicht vor die Kamera treten, aber wollen trotzdem ein Statement abgeben. Die Servicepauschale entspricht meiner Meinung nach nicht den österreichischen gastronomischen Gepflogenheiten. Und dementsprechend glaube ich, wird sich das sicher auf die Lokalität auswirken bezüglich der Gäste. Und ja. Also ich kann nicht viel darüber sagen, was andere Lokale machen oder so. Bei uns ist es so, dass jeder so viel gibt, wie viel er möchte. Und es steht nicht, dass man geben muss oder so. Es ist von jedem freiwillig. Ich würde das auch selber nicht zahlen, wenn ich irgendwo in ein Restaurant gehe und mir irgendwer schreibt, sie müssen das jetzt zahlen, so extra oder so. Ich gebe so viel, ich will. Die Österreicher geben eh mehr. Natürlich mit der Inflation ist ein bisschen weniger geworden, das merken wir auch. Natürlich, wir dürfen nicht sowas automatisch, also 10% abschreiben. Ich zeige es einfach, die Rechnung ist hier. Tip is not included. If you want to give, you can give a tip. Wenn Sie zufrieden sind, Sie können schon geben. Aber wenn Sie überhaupt nicht zufrieden sind, dann müssen Sie überhaupt nicht geben. Also das kann ich auch nicht einmal akzeptieren, wenn die Bedienung nicht gut war und wenn Sie nicht zufrieden, ich will einfach kein Trinkgeld. Gastronomie in Österreich, also eine so große und gute Sektor. Ich liebe Gastronomie, aber Naschmarkt ist in Österreich ein Champions League. Unser Fazit. Trinkgeld ist in der Regel freiwillig und es ist jedem Gast selbst überlassen, diesen kleinen Bonus zu geben oder nicht. Die Gehälter für das Servicepersonal sind in den meisten Lokalen sehr gering. Viele Kellnerinnen und Kellner sind daher auf das Trinkgeld angewiesen. Und wenn der Service passt und man sich als Gast zuvorkommend behandelt fühlt, ist es natürlich immer gerne gesehen.